Hallo Stefan. Na, wie geht's? Sehr gut, aber schön. Ich habe schon lange keine Geschichte mehr gehört. Deswegen gucke ich mal wieder hier vorbei. Na, da bist du bei mir genau richtig, denn ich lese gerade was. Ein Buch, das heißt Nicht wie bei Räubers. Ich kenne es noch von früher aus meiner Kindheit und würde dir gern einfach was mit vorlesen, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Aha. Ja? Ja. Alles klar. Ich bin nämlich auch ein Räuber, weißt du? Du bist auch ein Räuber. Ja, du schaust doch schon so gefährlich aus. Also da geht es auch um einen Räuber, um den kleinen Räuberjungen. Der heißt Tom. Aber weißt du was, ich lese einfach mal ganz von vorne vor, okay? Okay. Ja, dann setze ich mich mal wieder hin. Gut. Erstes Erlebnis. Als Tom aufwachte, traute er zuerst seinen Augen nicht. Was er da sah, war wie ein Traum. Er lag auf einer weichen Matte in einem warmen, hellen Raum. Drüben stand ein Tisch, beladen mit den herrlichsten Speisen. Da waren Fleisch, Brot, Früchte und rohe und gekochte Pflanzen und Dinge, die Tom noch nie gesehen hatte. Sowas hatte es bei Räubers nie gegeben. Wenn der Räubervater etwas heimgebracht hatte, warf man den Kindern was vor und die balgten und stritten sich darum, bis schließlich die Stärksten das meiste abkriegten. Aber Tom hatte gelernt, schlau zu sein und sich manches auf andere Weise zu besorgen. Tom hatte einen riesen Hunger. Er sah sich nach allen Seiten um, ob ihn auch ja niemand beobachtete. Doch in diesem Augenblick kamen ganz helle, seltsame Kinder herein. Die setzten sich um den Tisch herum und winkten Tom, er solle mitessen. Aber der hatte sich schon hinter einem Sessel versteckt. Die waren doch in der Überzahl. Die wollten ihn doch sicher einfangen. Man konnte ja niemandem mehr trauen. Ein größerer Junge stand auf und wollte den Gast an den Tisch holen. Aber Tom schlug um sich wie ein wildes Tier. Als die Kinder dann anfingen zu essen, lugte er von hinten vor und konnte es nicht fassen, was er da beobachtete. Keiner nahm dem anderen was weg, sondern sie reichten einander sogar die Speisen. Bei Räubers stopfte man sich mit den Händen so viel in den Mund und in die Hosentaschen, wie man nur konnte, und verschlang es dann in irgendeiner Ecke, bevor andere es einem wegnehmen konnten. Hier war alles so friedlich und die Kinder hatten sogar noch nebenher Zeit, miteinander zu reden und zu lachen. Keiner warf dem anderen die Abfälle an den Kopf, keiner wischte sich die Hände am Hosenboden, keiner brüllte den anderen an. Es war so anders als bei Räubers. Vor lauter Staunen vergaß Tom fast seinen Hunger. Doch als sie am Ende sogar noch was übrig ließen und hinausgegangen waren, stürzte er sich mit einem Heißhunger darauf. Den sauberen Teller brauchte er nicht, denn hastig ergriff er alles, was ihm einigermaßen bekannt vorkam, und verspeiste es hinter seinem Sessel. Das schmeckte. Hier wollte er bleiben. Wo war er überhaupt? Wie war er hierher gekommen? Das war wohl erst gestern gewesen. All das Schreckliche und Erstaunliche, das er erlebt hatte, wegen einer Kleinigkeit hatten ihn die Räuber noch brutaler als sonst verprügelt, als er mit Fortlaufen drohte, ihn gefesselt und in eine enge, dunkle Höhle eingesperrt. Da hatte er geschrien, so laut er konnte, seine ganze Wut und Verzweiflung hinausgebrüllt, bis ihm die Stimme versagte und er nur noch leise wimmerte. Da hörte er eine laute, unbekannte Männerstimme mit den Räubern verhandeln. Die Räuber waren unverschämter als je zuvor und verlangten einen unmöglich hohen Preis. Doch bald darauf wurde sein Gefängnis geöffnet und ein heller Mann schnitt ihm seine Fesseln auf und setzte ihn zu sich aufs Pferd. Dann musste er wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Seltsam, dieser Mann. Er war so anders als die Räuber. Warum musste man sich vor ihm nicht fürchten? Die Tür ging auf und da war er wieder, der helle Mann. Er blickte überhaupt nicht zornig, als er sah, dass Tom gegessen hatte, sondern er lachte zu ihm herüber. Ob Tom schon mal ein Badezimmer gesehen habe? Der Mann ging voraus, der Räuberjunge zögerte. Das könnte eine Falle sein. Was wartete dort auf ihn? Aber feige wollte Tom nicht sein und neugierig war er auch. Er konnte ja mal reinschauen. Es war ein kleiner grüner Raum, wo allerlei Seltsames blitzte. In der Mitte war etwas wie ein kleiner Tisch und als Tom gleich die Hand reinsteckte, staunte er. Es war warmes Wasser. Der helle Mann sagte, wenn Tom da baden wolle, müsse er halt seine Kleider ausziehen. Seine Kleider ausziehen? Nein, die gehörten ihm, die ließ er sich nicht nehmen. Trotzig stand er da. Der Mann wartete. Er hatte offenbar unendlich viel Zeit. Warum wartete der überhaupt? Er war doch der Stärkste. Er hätte sie ihm doch einfach runterreißen können, wie bei Räubers.
Das Wasser lockte. Gar zu gerne wollte Tom da hinein. Aber seine Kleider hergeben? Er hatte sich so an sie gewöhnt. Stimmt, die Hosen waren schon lange zu eng und zu kurz geworden. Und das Hemd? Hatte fast mehr Loch als Stoff. Ja, sehr viel mehr war nicht dran. Und der Geruch war wohl nicht mehr sehr fein. Aber trotzdem, nur nichts hergeben. Das hatte er gelernt bei Räubers. Erst als ihm seine Flöhe ganz gewaltig bissen und er mit Kratzen nicht mehr nachkam, sah er ein, dass nur ein Sprung ins Wasser da helfen könnte. Hastig warf er die Sachen ab. Als er die schmutzigen Fetzen am Boden sah, merkte er, dass sie wirklich nicht hierher passten. Und er hatte nichts mehr dagegen, dass der Mann sie packte und ins Feuer warf. Wie herrlich war dieses Wasser! Mit einem weichen Schwamm strich der Mann ganz sanft über den mageren Körper des Jungen und war erschüttert über das, was unter der schwarzen Kruste hervorkam. Kratzer und Beulen, blaue Flecken und Striemen, Narben und Entzündungen. Mit Tränen in den Augen hüllte ihn der Mann in ein warmes, weiches Tuch, strich ganz zart mit seinem Finger etwas Weißes auf die wunden Stellen und dann durfte Tom die weißen Kleider anziehen, die er ihm reichte. Als er fertig war, lachte der Mann ganz glücklich und führte Tom an eine Wand, in der er sich wie in einem See spiegeln konnte. Aber das war er doch nicht, das konnte er nicht sein, so hell und sauber und schön. Der Junge zwickte sich ganz heftig in die Seite und es tat weh. Also war er es doch. Sprachlos schaute er den hellen Mann an und er führte ihn wieder zurück ins andere Zimmer. Dort setzte er sich in den mächtigen gelben Sessel und nahm Tom auf seinen Schoß. Da gab er auch den letzten Widerstand auf. Es wurde ihm so warm ums Herz, viel wärmer als vorher im Bad. Und er wusste, dass er diesem Mann trauen konnte. Tom schmiegte sich in seine Arme und war so glücklich, dass er für immer darin bleiben wollte. So etwas hatte er noch nie erlebt. Starke Arme, die ihn hielten, ohne dass es wehtat. Einen Schoß, in dem er sich fallen lassen konnte, ohne ständig auf der Hut zu sein. Hier ruhte er weicher als auf dem weichsten Moos, sicherer als in der tiefsten Höhle. Und selbst mit geschlossenen Augen spürte Tom den Blick dieses hellen Mannes, der ihm wohltat, bis ganz tief in den Rhein. Tom war es, als ob er endlich den Platz gefunden habe, den er sein Leben lang gesucht hatte. Seinen Platz, auf den er hingehörte. Eigentlich wollte der Junge gar nichts anderes tun, als nur genießen. Doch nach einer Weile kamen die anderen Kinder herein. Sie trugen kleine, goldene Kronen auf dem Kopf und brachten dem Mann eine weitere. Dieser setzte sie Tom auf und sagte freudig, Tom ist von jetzt an auch mein Kind. Da schaute Tom ihn an und wusste plötzlich mit großer Sicherheit, dieser Mann ist der König. Aber seltsam, der kleine Junge hatte gar keine Angst vor ihm. Nun, er saß ja auf seinem Schoß. Er war doch jetzt sein Kind. Das war aber eine spannende Geschichte. Finde ich auch. Wie geht es wohl weiter? Wie es weitergeht, erfährst du beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.